Okay, dann fange ich mal an. Alles klar. Ja, mein Name ist Dirk Ehns. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin quasi der deutsche Vertreter der Modern Monetary Theory. Ich bin dazu relativ zufällig gekommen, weil ich halt 2008 promoviert hatte und dann festgestellt hatte, dass in meinem schönen wirtschaftsgeografischen Modell die Leistungsbilanz immer ausgeglichen war. Und in der Realität aber kaufen wir ja Waren und Dienstleistungen mit Geld und nicht durch Warentausch. Und dann habe ich halt versucht, das Geldsystem zu verstehen und bin vor ungefähr 10 Jahren auf die Kollegen getroffen aus der Modern Monetary Theory und habe Randy Ray getroffen, Stephanie Kelton, Pavlina Tscheneva und fahre eigentlich seitdem auch zu den Konferenzen. Ich habe also auch letztes Jahr bei der letzten MMT-Konferenz in New York habe ich das Panel zum Green New Deal geleitet. In den USA gibt es ja die Version von Alexandria Ocasio-Cortez. Und ja, ich will Ihnen sozusagen einfach nur eine kurze Einführung jetzt geben. Das Ganze können Sie quasi in meinem Buch beispielsweise auch noch sehr viel detaillierter lesen mit Bilanzen für die Eurozone, wo es nochmal ganz genau drin steht, wie es läuft. Aber ich möchte heute sozusagen erstmal versuchen, Ihnen die Intuition zu vermitteln, weil es doch halt eine andere Theorie ist und das ist halt teilweise etwas schwierig, sich da reinzudenken. Insofern macht es halt Sinn, das einmal durchzusprechen. Das heißt, wir machen das jetzt einfach als kleines Beispiel. Das heißt, wir machen so eine Art kleines Rollenspiel. Wir setzen uns jetzt alle in ein Schiff, fahren ein paar Jahrhunderte zurück und kommen irgendwie im Jahr, sagen wir, 1700 in Amerika an und sind quasi Kolonialisten. Das heißt, wir wollen halt irgendwie als Siedler halt uns in Amerika eine eigene Zukunft irgendwie aufbauen. Und das Ganze beginnt natürlich, dass wir quasi vom Boot steigen. Wir haben kein Geld, wir haben keine Ressourcen, aber wir betreten ja Land. Und da wächst auch was, da sind Tiere und wir wissen ja so ein bisschen auch, wie man Landwirtschaft betreiben kann. Insofern fangen wir einfach mal an. Jeder baut sich so ein kleines Häuschen. Wenn wir ein Problem haben, helfen wir uns ein bisschen gegenseitig. Und es entsteht so eine kleine Dorfgemeinschaft, mehr oder weniger. Und irgendwann sagt halt diese kleine Dorfgemeinschaft, es wäre eigentlich auch ganz nett, wenn wir eine Straße hätten beispielsweise oder auch eine Schule. Und es wäre auch gut, wenn wir eine Lehrerin da hätten und einen Lehrer, die halt ein bisschen unterrichten würden. Das heißt also, wir haben quasi die Frage, die sich uns quasi stellt, wie machen wir das mit unserem Gemeinwesen? Das heißt also, wenn wir eine Gesellschaft quasi neu formieren, irgendwann stellt sich halt die Frage, wer sorgt für das Gemeinwesen? Ja, durch welchen Mechanismus bekommt quasi das Gemeinwesen die Ressourcen? Und ganz früher, das wissen wir noch sozusagen, wir sind ja mit dem Boot ungefähr 1700 losgefahren. Es gab mal Steuern in Natursteuern, dass quasi zum Beispiel der Zehnt erhoben wurde. Da hat quasi der Staat gesagt in Form der Kirche, wir nehmen einfach 10% von allem, von den Gütern halt. Und das ist sozusagen die Versorgung des Gemeinwesens. So, und etwas moderner formuliert allerdings, und das basiert jetzt tatsächlich auf einem modernen Beispiel. Das heißt also, das hat sich tatsächlich, was wir zu machen, so zugetragen in Amerika bei den Kolonien. Die Werte, die ich jetzt in Dollars dann nenne, sind natürlich andere gewesen in der Vergangenheit, aber diese Geschichte, die ich jetzt versuche zu erzählen, dieses Narrativ, wenn Sie so wollen, ist historisch belegt. Das ist also was anderes als die Lehrbücher, die irgendwie erzählen, dass das Geld irgendwie aus dem Markt entstanden ist und für sowas gibt es aber eigentlich keine Beweise von Ethnologen. Gut, das heißt also, wenn wir jetzt überlegen, wie kommen wir an die Ressourcen für das Gemeinwesen, wir machen es mal einfach. Ich bin einfach hier mal der Bürgermeister, und Sie dürfen sozusagen dann nachher abstimmen. Wenn ich sozusagen der Bürgermeister bin und ich sage halt, jemand baut eine Straße, dann könnte ich natürlich sagen, ich bestimme einfach irgendjemanden. Das ist aber unschön. Dann könnten wir natürlich sagen, wir versklaven irgendwie einen von uns. Vielleicht war das auch damals relativ normal, dass einige die Überfahrt bezahlt haben mit Leibeigenschaft. Ist aber auch unschön. Das heißt also, das, was wir in der Realität gesehen haben, ist, dass die Leute modernes Geld erfunden haben. Das heißt, die haben halt gesagt, wir können ja einfach die Straße beispielsweise mit Geld bezahlen. Ah, das ist natürlich eine praktische Idee, haben dann die Kollegen gesagt. Lass uns mal ein Geldsystem aufsetzen. Und die erste Frage, die sich gestellt hat, natürlich ist, woher bekommt eigentlich dann der Staat sein Geld? Das heißt, als Bürgermeister sozusagen, wo kommt das Geld her, was ich ausgebe? Und dann kratzen wir uns natürlich so ein bisschen am Kopf, weil wir halt sagen, okay, es ist gar nicht so einfach, weil die Haushalte momentan ja gar kein Geld haben. Ja, das heißt also, das Problem ist, dass wir keine Steuern erheben können, beispielsweise, um Staatsausgaben zu finanzieren, weil es ja gar kein Geld gibt in der Wirtschaft. Das heißt also, Sie als Haushalte besitzen gar kein staatliches Geld und ich als Bürgermeister muss sozusagen eigentlich jetzt erst Geld ausgeben, bevor Sie Steuern zahlen können. Ja, das heißt also, dass der wesentliche Punkt der Modern Monetary Theory, aber bitte nicht der einzige Punkt, sondern der wesentliche Punkt, ist halt der, dass halt die Staatsausgaben nicht finanziert werden können, sondern der Staat ist der Schöpfer des Geldes.
Und das bedeutet natürlich letztendlich, dass der Staat als Schöpfer des Geldes das Geld sozusagen halt ausgibt und es kann nirgendwo herkommen. Das heißt also, der Staat kann sich nicht durch Einkommen finanzieren, weil er die Ausgabequelle ist des Geldes. Und das bedeutet auch, dass beispielsweise der Verkauf von Staatsanleihen ebenso unmöglich ist als Finanzierungsquelle. Ja, es gibt keine Finanzierungsquellen, generell nicht. Der Staat gibt einfach Geld aus, das ist dann staatliches Geld. Und das heißt, dass sowas auch beispielsweise, was wir heute schon wieder gehört haben, auch in den Medien, dieser Begriff der monetären Staatsfinanzierung ist ein völliger Irrtum. Der Staat finanziert sich nicht. Ja, das heißt also, damals in den Kolonien war das halt so, dass die Leute gesagt haben, okay, wir wissen, wie man Papiergeld macht. Und das heißt, wir brauchen einfach irgendwie sowas hier. Ich habe jetzt zufällig hier so einen kleinen Scheck noch liegen beispielsweise. Oh, das kann man nicht hochhalten, das sieht man nicht, unsichtbar. Vielleicht so. Also wir könnten quasi ich habe auch einen Dollarschein hier. Wir könnten einen Dollarschein nehmen. Ja, und der Dollarschein, das ist sozusagen unser Geld. Das heißt, wir müssten sozusagen, wenn wir ein Staatswesen aufsetzen mit Geldwesen, wir müssen erstmal definieren, wie heißt eigentlich die Währung. Und das ist in diesem Falle halt natürlich der Dollar. Und die Frage, wie der aussieht, klären wir natürlich auch. Das heißt also, wir müssen uns überlegen, was malen wir da drauf? Hier sehen Sie ja auch diese etwas seltsame Pyramide und so weiter halt. Also wir definieren als Staat erstmal, wie die Währung heißt und natürlich, wie die Währung aussieht. Und dann kann halt die staatliche Währung eigentlich auch nur von uns kommen. Ja, das heißt also nochmal, die Idee sozusagen, dass halt Staatsausgaben finanziert werden, ist unrealistisch, ist technisch unmöglich. Das heißt also, der Staat, ich habe halt eine Druckerpresse als Bürgermeister im Keller und wenn ich Geld ausgeben will, dann muss ich sozusagen einfach nur sehen, dass ich diese Druckerpresse anschmeiße. Ich kann natürlich auch gebrauchte Geldscheine ausgeben, aber das ist nicht eine Finanzierung. Auf das Einkommen bin ich nicht angewiesen, ich recycle nur den Stoff in Anführungsstrichen. Ja, das heißt also, ich brauche kein Einkommen als Staat, ich kann ja immer sozusagen Geld erzeugen, wenn ich halt ausgebe. Und das ist sozusagen halt die wesentliche Erkenntnis, dass der Staat quasi Schöpfer des Geldes ist und die entsprechend die Bürgerinnen und Bürger sind Nutzerinnen und Nutzer des Geldes. Das heißt also, wir können natürlich auch Geld erzeugen, das heißt also, ich kann auch einen Geldschein malen selber beispielsweise, ich kann mir auch einen Namen ausdenken. Das Problem ist halt nur die Frage der Akzeptanz. Die wird häufig vertauscht mit dem Wert des Geldes, aber weil wir jetzt gerade das Beispiel ja so schön aufgebaut haben, wie ist es denn mit der Akzeptanz des Geldes? Wenn ich jetzt sage, wer baut mir für einen Dollar die Straße, dann werden Sie wahrscheinlich alle schweigen, weil Sie halt denken, naja, das ist ein buntes, bedrucktes Stück Papier, so schön ist es auch nicht. Ich baue doch nicht eine ganze Straße für so einen kleinen Dollar. Das macht doch keinen Sinn. Das heißt also, wir müssen quasi als Staat erstmal dafür sorgen, dass die Akzeptanz der Währung halt da ist. Und das passiert, indem wir Steuern erheben. Ja, zumindest ganz am Anfang. Später läuft das dann auch einfach über Verschuldung der privaten Haushalte oder so, dass die Nachfrage nach den Euros beispielsweise da ist. Aber ganz am Anfang müssen sie quasi die Akzeptanz des Geldes halt mit Steuern erzwingen. Das heißt also, früher haben die das halt häufig so gemacht, dass sie eine Pro-Kopf-Steuer eingerichtet haben. Das heißt, die haben zum Beispiel gesagt, wir machen sowas wie in Kolonialzeiten auch eine Hüttensteuer sozusagen. Oder in Deutschland wurden Fenster besteuert. Das heißt also, pro Fenster müssen sie so und so viel Währungseinheiten besteuern. Das schafft natürlich eine Nachfrage nach ihrer Währung. Das heißt also, wenn ich jetzt als Staat sage, ich besteuere sie alle und am Ende des Jahres müssen sie 10 Dollar zahlen und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie einen Monat ins Gefängnis und wenn sie das danach immer noch tun, dann nehme ich ihnen das Haus weg. Ja, damit erzwinge ich mehr oder weniger die Akzeptanz der Währung bis zum heutigen Tag. Das heißt also, auch bei uns war das halt so, dass die Umstellung zum Euro beispielsweise so lief, dass natürlich sofort die Steuern in Euros gezahlt werden mussten. Und auch bis heute wissen wir, dass wenn beispielsweise ein Uli Hoeneß seine Steuern nicht zahlt, dass es dann in den Knast geht. Ja, das heißt also, die Akzeptanz des Geldes wird erzwungen durch den Staat, durch das Steuersystem. Das ist sozusagen der brachiale Hebel. Das ist sozusagen die Macht des Staates, die auch im Leviathan beschrieben wird, dass wenn der Staat sozusagen es will, der Staat sehr mächtig ist und das Gemeinwesen entsprechend halt voranbringen kann. So, jetzt gibt es sozusagen die erste Möglichkeit für Sie, was zu verdienen. Das heißt also, hier ist der Dollarstein, jetzt gebe ich das quasi als Staat aus und einer von Ihnen sozusagen baut mir jetzt eine Straße oder baut uns eine Straße, das ist ja fürs Gemeinwesen. Ja, das heißt, natürlich kann der Staat das auch missbrauchen. Also wenn ich der Bürgermeister bin, kann ich mir auch eine Straße um mein Haus bauen lassen, wenn ich lustig bin. Das ist natürlich korrupte Verwendung von staatlichen Mitteln. Also wir sind natürlich nicht naiv und sagen, jede Staatsausgaben sind gut. Aber was halt interessant ist, dass Sie jetzt mehr oder weniger alle zu Sparern werden. Ja, das heißt also, weil ich halt als Staat oder als Bediensteter oder als Bürgermeister quasi gesagt habe, dass Sie besteuert werden, jetzt werden Sie zu Sparern. Sie wollen jetzt alle 10 Dollar sparen. Das heißt, in Ihrem wirtschaftlichen Verhalten werden Sie getrieben
von der Idee, dass Sie ein Ersparnis aufbauen müssen, weil aus der Ersparnis heraus können Sie halt entsprechend Ihre Steuern zahlen. Das heißt, Sie wollen jetzt ein Einkommen haben. Das heißt also, das moderne Geldsystem erzeugt halt Druck in Anführungsstrichen, nämlich Druck zur Akzeptanz von Dollars. Das heißt, Sie werden gezwungen, halt Arbeitsleistungen anzubieten für den Staat oder für andere, die schon Dollars haben vom Staat. Ja, das heißt also, nicht jede Person muss natürlich für den Staat direkt arbeiten, aber die Personen, die Steuern zahlen müssen, müssen irgendwie an dieses staatliche Geld herankommen. Und das ist sozusagen halt geregelt durch die Staatsausgaben. Der Staat muss also quasi dafür sorgen, dass keine Arbeitslosigkeit existiert, weil wenn ich jetzt als Staat nur diese eine Straße baue, und ich muss mal kurz gucken, wie viele Leute ich hier im Chat habe, ich habe hier 12 Teilnehmer, wenn ich jetzt nur einen Dollar ausgebe, habe ich 11 Arbeitslose. Ja, und ich habe auch derjenige, der Arbeit hat, hat nur für einen Monat Arbeit und kann die 10 Dollar nicht zurückzahlen oder kann die 10 Dollar an Steuern nicht bezahlen. Das heißt also, der Staat muss jetzt sozusagen halt über seine Ausgaben, muss ja sozusagen jetzt die Bürgerinnen und Bürger aktivieren, halt ihnen das zur Verfügung zu stellen an Ressourcen, was er gerne hätte. Ja, in Bezug auf den Green New Deal natürlich, heute in der modernen Welt, geht es natürlich nicht darum sozusagen, dass der Staat halt den Leuten irgendwie, keine Ahnung, Äpfel abkauft oder ähnliches, sondern es geht auch darum, dass die Leute halt für den Staat halt versuchen, die Wirtschaft umzubauen und ähnliches. Ja, das heißt, die Begrenzung dieser Staatsausgaben, und das ist ja auch eine sehr interessante Frage, die Begrenzung meiner Staatsausgaben liegt in dem, was Sie mir anbieten. Ja, das heißt, es kann natürlich sein, dass Sie zum Beispiel irgendwann sagen, mehr arbeiten möchte ich jetzt einfach nicht und ich habe jetzt auch meine Steuerzahlung zusammen. Das heißt also, ich will auch jetzt nicht mehr noch arbeiten, ich bin auch nicht gezwungen. Das heißt also, was die Arbeitsleistung anbelangt, Sie bestimmen das als Bürgerinnen und Bürger. Ja, wenn Sie sich einfach totstellen, in Anführungsstrichen, und sagen, nö, ich will nicht mitmachen, ich zahle auch keine Steuern, ich habe null Einkommen in der modernen Welt natürlich, dann ist das halt so. Dann kann ich halt Ihre Arbeitskraft als Staat halt nicht bekommen. Wenn Sie zum Beispiel auch sagen, ich habe da so ein schönes Bild an der Wand hängen, das ist mir so viel wert, das möchte ich auch nicht verkaufen, dann kann ich das auch nicht bekommen. Ja, oder wenn jemand zum Beispiel aus ideologischen Gründen sagt, er liefert nichts an den Staat, kann ich das auch nicht bekommen. Ja, das heißt also nochmal, die Grenze der Staatsausgaben, was die Ressourcen anbelangt, sind die Bürgerinnen und Bürger und quasi das, was die bereit sind anzubieten für die entsprechende Währung. Ja, das ist sozusagen sind die Grenzen der Staatsausgaben. Am Preis kann es ja nicht scheitern. Das heißt also, ich kann halt meine Druckermaschine anschmeißen und halt diese kleinen Dinger kann ich sozusagen noch und nöcher herstellen. Das wird dann so richtig. Natürlich führt das irgendwann zu Inflation. Ja, das ist sozusagen halt der Anzeiger von Knappheiten. Das heißt, wenn ich als Staat beispielsweise halt jetzt sage, ich möchte besonders viele Ingenieure einstellen, irgendwann wird das knapp, dann gibt es nicht mehr so viele arbeitslose Ingenieure. Wenn ich dann noch mehr einstellen möchte, muss ich halt sagen, okay, dann gibt es halt mehr von den Grünen hier. Das heißt, dann bezahle ich euch mehr Geld. So kann sozusagen der Staat halt auch dem privaten Sektor Ressourcen abjagen, indem er einfach einen höheren Preis zahlt. Das heißt, der Staat als Schöpfer des Geldes hat halt keine Finanzierungsrestriktion, kann keine haben. Und dadurch sozusagen kann er dem privaten Sektor Ressourcen abjagen, einfach dadurch, indem er höhere Löhne zahlt. Das wiederum führt halt zu Inflation, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf zurück. An dieser Stelle will ich hier sozusagen die Story nochmal in eine andere Richtung lenken. Was halt auch sehr spannend nämlich ist, dass meine Ausgaben als Staat eure Einkommen sind. Also quasi, wenn ich, sagen wir, 100 Dollar ausgebe, ich lasse eine Straße bauen, eine Schule, bezahle noch eine Lehrerin und einen Lehrer, angenommen, ich habe 100 Dollar ausgegeben, dann haben Sie 100 Dollar eingenommen. Also staatliche Ausgaben führen zu privaten Einkommen in gleicher Höhe und zu entsprechender Beschäftigung. Ja, dabei ist es völlig egal, ob Sie jetzt quasi als privater Straßenbauer arbeiten oder ob ich Sie jetzt gerade als Lehrerin oder Lehrer eingestellt habe. Ja, das schafft Beschäftigung. Das heißt also, der Staat sorgt dafür, dass halt die Leute beschäftigt sind. Und man kann ganz klar sagen in unserer kleinen Wirtschaft, also wenn Sie halt insgesamt 120 Dollar, also 12 Leute, die 10 Dollar zahlen müssen am Jahresende, wenn ich unter 120 Dollar ausgebe, dann wird Arbeitslosigkeit entstehen. Ja, also angenommen, dass Sie sozusagen privat jetzt keine Arbeitsplätze schöpfen. Der Staat kann halt durch seine Ausgabenvariationen immer wieder Arbeitsplätze schöpfen, wenn er das möchte. Und insofern ist er auch verantwortlich für Vollbeschäftigung. Das heißt, so war das ja auch in der Nachkriegszeit beispielsweise, im Wirtschaftswunder, wenn man so möchte. Das war völlig klar den Leuten, dass der Staat halt dafür verantwortlich ist, dass es die richtige Menge an Arbeitsplätzen gibt. Und hier sehen wir schon in diesem Beispiel, dass das halt auch aufgeht, dass der Staat natürlich ohne diese Finanzierungsrestriktion tatsächlich handlungsfähig ist. Und in Deutschland hatten wir auch mal Ende der 60er Jahre für ein halbes Jahrzehnt, meine ich, hatten wir mal eine Arbeitslosigkeit, die war um die 1% und Inflationsrate, das war um die 2%. Ja, insofern Vollbeschäftigung und stabile Preise, das geht natürlich.
Ja, der Staat darf halt nur nicht den Fehler machen und das Lohnniveau hochbieten. Das heißt also, ich habe ja hier jetzt quasi schon ein bisschen festgelegt, das Preisniveau. Also wenn Sie halt einen Dollar bekommen dafür, dass Sie einen Monat lang arbeiten und eine Straße bauen, dann wissen Sie auch ungefähr, was man kaufen kann, was die Kaufkraft ungefähr ist von einem Dollar. Nämlich das, was sozusagen so ein ungelernter Arbeiter im Straßenbau produziert. Ja, ich könnte natürlich auch sagen als Staat, ich schreibe da 100 Dollar drauf und zahle ihm halt 100 Dollar. Dann wird aber die Kaufkraft der 100 Dollar nicht höher sein als die Kaufkraft des 1 Dollars. Das heißt also, der Staat bestimmt auch wesentlich durch seine Ausgaben das Preisniveau mit. Ja, warum waren ungefähr 1000 Lira in Italien damals ein Kaffee wert und in Deutschland eine Mark ein Kaffee? Das lag nicht irgendwie daran, dass die Italiener inflationär sind oder ähnliches, sondern die haben einfach mit ihrer Lira sozusagen einen anderen Preis halt festgelegt. Ja, die Deutschen hätten auch locker sagen können, wir machen eine Währungsreform und dann sagen wir, okay, der Staat zahlt jetzt irgendwie, sagen wir, 20.000 D-Mark pro Arbeitsstunde seinen Beamten und Angestellten. Dann hätten wir auch ein anderes Preisniveau gehabt mit ein paar Nullen mehr. So, das heißt also nochmal zurück, der Staat durch seine Ausgaben erzeugt natürlich dann entsprechend auch Einkommen bei den Privaten, ja, also bei Haushalten und Unternehmen und damit auch Ersparnis. Und das heißt also, wenn ich jetzt 120 Dollar ausgebe und jeder von uns oder jeder von Ihnen besser gesagt, bekommt halt 10 Dollar, indem er halt für den Staat ein bisschen arbeitet, dann haben Sie alle 10 Dollar gespart. Das heißt, wir sehen auch, dass halt das private Sparen nicht funktioniert ohne staatliche Ausgaben, ohne staatliche Defizite. Ja, das heißt, Sie könnten natürlich halt untereinander Geschäfte machen, aber dann wäre die Ersparnis des einen, der Einkommensüberschuss des einen, würde natürlich genau entsprechen dem Ausgabenüberschuss des anderen. Ja, da können Sie halt dann nur sparen, wenn sich jemand anders verschuldet. Aber die Ersparnis der Haushalte als Ganzes kann halt nicht hochgehen. Die kann nur hochgehen, wenn der Staat ins Defizit geht. Ja, also wenn ich quasi einen Ausgabenüberschuss produziere in Höhe von 120 Dollar, weil ich erstmal ein Geld ausgebe, bevor Sie nachher Steuern zahlen, dann können Sie 120 Dollar entsprechend auch sparen. So, und das ist sozusagen natürlich ein ganz wichtiger Punkt nochmal. Wichtig ist halt in dieser Art von Ökonomie, in dieser Geldwirtschaft, sind wir sozusagen als Wirtschaftssubjekte, wir sind quasi die Nettosparer in Anführungsstrichen. Wir wollen halt Einkommen haben, um daraus zu sparen. Die Unternehmen wollen das auch, weil die natürlich Profite machen wollen langfristig. Also die wollen positiven Cashflow haben. Aber wir machen das normalerweise auch, dass wir halt sagen, naja, wir werden ja alle alt und irgendwann, ne, sind auch die Einkommen dann nicht mehr so hoch. Insofern, die meisten Leute, die halt arbeiten wollen, ein Einkommen haben, was höher ist als die Ausgaben. Und da sehen wir das schon, das kann nicht aufgehen. Also wenn halt alle, wenn alle Haushalte und alle Unternehmen halt sagen, sie wollen Einkommensüberschuss haben, dann muss ja irgendjemand einen Ausgabenüberschuss haben. Wer soll denn das sein? Es geht ja anders nicht auf. Insofern, das ist normalerweise der Staat, das ist die Rolle des Staates, der ein Defizit fährt. Wir sehen das halt bei uns auch. Ich gebe halt 120 Dollar aus und eventuell kann es dann sein, dass Sie halt sagen, Sie wollen noch mehr arbeiten. Warum? Weil Sie halt sagen, naja, vielleicht möchte ich ja nächstes Jahr ein bisschen weniger arbeiten oder vielleicht bin ich auch nächstes Jahr krank und kann gar nicht arbeiten. Ist eigentlich ganz gut, ein bisschen was zu sparen. Das heißt also, wenn ich jetzt genau für 10 Dollar gearbeitet habe und nachher meine Steuern zahle, dann habe ich halt null Ersparnis. Dann muss ich im nächsten Jahr wieder bei null anfangen. Aber vielleicht wäre es ganz gut, mir was zur Seite zu legen. Und dann kann ich natürlich halt ein bisschen mehr Arbeit anbieten und halt sagen, okay, dann kann das staatliche Defizit noch ein bisschen höher sein. Das heißt also, jetzt habe ich das Wort staatliches Defizit benutzt. Der Staat, solange die Ausgaben über den Einnahmen liegen, produziert natürlich ein sogenanntes Defizit. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass der Staat durch Steuereinnahmen nicht so viele Dollars in diesem Falle wieder rauszieht aus der Wirtschaft, wie er durch Staatsausgaben hinzugefügt hat. Ja, das heißt also, wenn der Staat halt ein Defizit hat, dann erzeugt er natürlich eine Verschuldung in Anführungsstrichen. Ich sage deswegen Verschuldung, weil wir das halt Staatsverschuldung titulieren. Das heißt also, das Defizit des Staates führt dazu, dass die Staatsverschuldung steigt. In diesem Falle, also angenommen, ich als Staat gebe ich 200 Dollar aus und Sie zahlen nachher 120 Dollar zurück an Steuern, dann haben wir ein Defizit im staatlichen Bereich von 80 Dollar. So, und das staatliche Defizit ist ja nur eine Statistik. Ja, das heißt also, was bedeutet das denn eigentlich? In diesem Falle bedeutet halt ein staatliches Defizit von 80 Dollar, dass Sie als Haushalte quasi mein staatliches Geld gespart haben in Höhe von 80 und das sozusagen halt zu Ihrem Vermögen hinzugefügt haben. Mehr bedeutet das nicht. Heißt das, dass der Staat irgendwie was zurückzahlen muss? Nein. Das heißt, wenn Sie 80 Dollar gespart haben, ist das ja nicht meine Verschuldung. Ich habe das Geld ja ausgegeben und Sie haben mir was dagegen verkauft, nämlich Ihre Arbeitskraft oder vielleicht auch ein paar Äpfel oder Sie waren halt der Lehrer, der da in der Schule gearbeitet hat. Aber ich schulde Ihnen nichts als Staat. Das Einzige, was ich Ihnen schulde,
ist die Akzeptanz meines Geldes für Steuerzahlungen in der Zukunft. Das ist das Einzige, was ich Ihnen als Staat verspreche. Ich verspreche keinen Umtausch in irgendwelche Edelmetalle. Es gibt auch keinen intrinsischen Wert. Ja, das heißt, dieses Stückchen Papier hier ist mehr oder weniger wertlos. Da ist kein intrinsischer Wert. Ich verspreche keinen Umtausch in britisches Pfund oder ähnliches. Auch keine Umtausch in Silber. Es gab ja auch mal Silberwährungen. Das heißt also, diese Papiergeldwährungen basieren einfach nur darauf, sozusagen, dass ich halt als Staat sage, ihr habt mit dem staatlichen Geld so etwas wie eine Art Steuergutschrift. Ja, das heißt also, ein Dollarschein ist eigentlich nichts anderes als eine Steuergutschrift in Höhe von einem Dollar, die Sie quasi bei der Steuerzahlung benutzen können, um sich Ihrer Verpflichtungen oder auch Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat zu entledigen. Das ist alles. So, und das ist natürlich eine wahnsinnige Einsicht, in Anführungsstrichen, weil ja Staatsverschuldung andauernd verteufelt wird. Schon seit Jahrzehnten heißt es immer, Staatsverschuldung ist schlecht. Jetzt haben wir aber gerade herausgefunden, dass Staatsverschuldung eigentlich nur entsteht, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Da er aber Schöpfer des Geldes ist und ihm das Geld ja nicht ausgehen kann, haben wir sozusagen keine Bankrottmöglichkeit in diesem Papiergeldsystem. Und wir haben halt auch verstanden, dass der Staat eigentlich keine Verschuldung hat, ja, sondern dass es sich bei der Staatsverschuldung um ausstehende Steuergutschriften handelt, nichts anderes. Und der Staat kann das halt in Zukunft entsprechend dann wieder zurückfahren, indem er halt vielleicht Überschüsse führt. Aber er muss ja nicht. Warum? Weil der Staat ja nicht verspricht, dass er seine Verschuldung zurückzahlt. Das heißt also, der Staat sagt ja nicht, wenn der private Sektor 80 Dollar spart in einem Jahr, dann sage ich als Staat ja nicht, oh, das muss ich wieder zurückführen. Das heißt, ich werde im nächsten Jahr versuchen, die Wirtschaft so zu lenken, dass die Steuerzahlungen um 80 Dollar höher sind als dieses Jahr, damit das Geld wieder zurück ist bei mir. So richte ich meine staatliche Wirtschaftspolitik ja nicht aus, sondern meine staatliche Wirtschaftspolitik richte ich aus am Gemeinwesen. Das heißt, ich gucke mir an, was möchte ich denn machen? Und dann überlege ich mir, welches Geld brauche ich, um welche Ressourcen zu bewegen. Ja, das heißt also, die Idee bei Modern Monetary Theory ist eine ganz andere Rolle des Staates, etwas drastisch formuliert vielleicht, und auch vereinfacht. Wir knüpfen halt an die Aufklärung und sagen halt, okay, es gibt mehr oder weniger gewisse Naturrechte. Ja, es gibt das Recht auf körperliche Unversehrtheit, es gibt das Recht auf Bildung, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Zugang zu einem Gesundheitswesen und so weiter. Und der Staat guckt halt, wie er halt Ressourcen einsetzen kann, um diese Rechte der Menschen zu verwirklichen. Ja, wir benutzen dann den Begriff des Public Purpose, das Gemeinwohl, hat aber mit der Gemeinwohlökonomie sozusagen jetzt nichts zu tun. Die haben zufällig mehr oder weniger den gleichen Begriff erwischt. Die MMT kommt aber aus der Zeit Mitte der 90er Jahre. Insofern denke ich mal, ist das auf jeden Fall vorher gewesen. Das heißt, nochmal, die Rolle des Staates ist quasi mit dem staatlichen Geld das Gemeinwesen zu fördern und wahrscheinlich dann auch die Rechte sozusagen durchzusetzen von den Bürgerinnen und Bürgern. Die staatliche Verschuldung und die staatlichen Defizite sind keine Begrenzungen in Anführungsstrichen und sollten auch kein Aspekt sein bei der Frage, was der Staat macht. Das heißt also, wir lehnen das völlig ab, auf Defizite zu gucken und irgendwie so zu tun, als wenn staatliche Defizite in Höhe von 3% oder 5% oder 10% irgendwas Sinnvolles wären. Es ist einfach eine Statistik. Mehr ist es nicht. Aber was uns interessiert, sind ganz andere Statistiken, nämlich zum Beispiel die durchschnittliche Lebenserwartung oder die Arbeitslosigkeit möglichst weit unten oder ja, ähnliche Ideen sozusagen, die Anzahl der Leute, die halt vernünftig ausgebildet sind. Und damit meine ich jetzt natürlich auch nicht nur Universität. Das heißt also, der Staat muss sozusagen halt die Ressourcen fürs Gemeinwesen einsetzen und dann sozusagen hat er noch wirtschaftspolitische Optionen. Das heißt also, wir sind natürlich der Meinung, dass der Staat, wenn er so fundamental ist, das heißt, der Staat ist konstitutiv für die Wirtschaft, ohne staatliches Geld, ohne Eigentumsrechte, ohne Polizei und Gerichtsbarkeit hätten wir gar keine Märkte. Das heißt also, der Staat ist quasi nicht ein Ding in Anführungsstrichen, das halt eingreift in den Markt, sondern der Staat innerhalb der staatlichen Institution entsteht der Markt überhaupt erst. Und der Markt wird aber nicht alles so regeln, dass wir alle glücklich sind. Ich denke, das sehen wir deutlich. Ist auch nicht so, dass der Markt nichts regelt. Ja, das heißt also, im Zweifelsfall muss der Staat halt hingucken, funktioniert die Versorgung, wie wir das so gerne hätten, mit dem privaten Markt oder müssen wir nachbessern? Ja, also ein Beispiel, zum Beispiel Gesundheitsversorgung. Macht es halt Sinn, das privat zu organisieren, wie in den USA, wo sie halt extrem hohe Kosten haben, weil sehr viel Rechtsanwälte und sehr viel Verwaltung da anfällt, aber sehr wenig Leute abgedeckt werden? Oder macht es halt mehr Sinn, sowas zu machen wie den National Health Service beispielsweise in Großbritannien? An die Frage gehen wir nicht ideologisch ran. Das ist einfach eine empirische Beobachtung. Das heißt also, die Frage, welche Dinge soll denn der Staat regeln und welche Dinge soll der Staat sozusagen dem privaten Unternehmen übergeben zum Regeln, die ist offen.
Ja, die bleibt auch offen. Das wird man nicht schlussendlich irgendwie klären können. Darum geht es halt nicht bei MMT. Ja, bei der Modern Monetary Theory geht es nur um die Frage, was ist denn die Rolle des Geldes und wie wirkt der Staat auf das Geldsystem? So, jetzt nochmal ganz kurz zu der Frage der Wirtschaftspolitik. Ganz grob hat der Staat drei Möglichkeiten, auf die Wirtschaftspolitik einzuwirken. Das heißt, wir hatten ja jetzt festgestellt, dass der Staat beispielsweise die Steuern und die Staatsanleihen gar nicht braucht zur Finanzierung seiner Ausgaben. Die große Frage ist natürlich dann, warum gibt es denn das dann? Ja, also warum denn Steuern? Warum denn nicht einfach Steuern abschaffen? Da gibt es ein ganz nettes Beispiel, nämlich die Französische Revolution. Da war das halt so, dass die Öffentlichkeit sehr sauer war über den König und das Geld. Er hat das Geld ziemlich stark verprasst. Das heißt also, die Steuerzahlungen, die häufig damals noch auch mit Goldmünzen getätigt werden, aber Goldmünzen mit staatlichem Siegel, insofern war das auch staatliches Geld. Da waren die Leute unzufrieden, haben halt gesagt, wir machen jetzt eine Revolution, wir schaffen die Steuern ab. Die Revolution war erfolgreich und dann haben sie die Steuern tatsächlich abgeschafft, die Staatsausgaben aber nicht. Ja, weil Polizei und Gerichtsbarkeit und Ähnliches brauchte man natürlich weiterhin. Was war das Ergebnis? Die Inflationsraten gingen immer weiter hoch und ist ja klar, ich schieße als Staat sozusagen immer nur Geld ins System. Das heißt also, wenn ich quasi immer mehr Steuergutschriften halt ausgebe, dann steigen halt irgendwann die Preise, dann steigen auch die Löhne. Und wenn ich sozusagen nicht abbremse durch Steuern, dann kennt das Preisniveau nur einen Weg, nämlich nach oben. Es zirkuliert ja immer mehr Geld. Und jetzt merken wir sozusagen, aha, Steuern ist die Möglichkeit des Staates, das eigene Geld wieder einzusammeln und damit die Kaufkraft zu reduzieren. Ja, also quasi Steuergutschriften im privaten Sektor erzeugen Kaufkraft. Sie können ja Steuern zahlen damit, aber Sie können ja auch andere Dinge kaufen von Leuten, die gerne das Geld hätten, weil sie später mal Steuern zahlen müssen oder vielleicht auch private Schulden begleichen müssen. Das wird ja dann irgendwann ein bisschen komplexer. Aber wenn das so ist, dann können Sie sozusagen Steuern einsetzen zur Inflationsbekämpfung. Ja, deswegen die Idee des ausgeglichenen Haushalts beim Staat kommt auch ungefähr aus dieser Richtung, dass man halt gesagt hat, naja, wenn der Staat halt Geld ausgibt, sagen wir 100 Milliarden, dann sollte er das Geld auch wieder rausziehen über den Lauf des Jahres, dass er quasi 100 Milliarden in Steuern wieder zurück rauszieht aus dem Geldsystem. Dann werden diese zusätzlichen Staatsausgaben wahrscheinlich keine hohe inflationäre Wirkung gehabt haben, je nachdem, wie die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist. Aber das ist grob die Idee. Deswegen sozusagen diese Idee, dass der Staat ganz grob so viel ausgibt, wie er einnimmt. So, und das ist sozusagen halt die Funktion der Steuern. Also Steuern reduzieren die Kaufkraft und deswegen sind sie makroökonomisch wertvoll. Es gibt noch andere Gründe, die auch für den Green New Deal wichtig sind. Zum Beispiel, dass Steuern auch Sachen halt teurer machen und damit unattraktiver. Natürlich können sie einfach Steuern erheben, um zu sagen, okay, diese Art von Konsum wollen wir nicht. Also Sie könnten locker zum Beispiel sagen in Deutschland, wir machen Folgendes, wir machen eine Inlandsflugsteuer in Höhe von 50 Euro. Das machen wir nicht, weil wir das Geld brauchen oder weil wir ein niedrigeres Defizit haben wollen oder eine schwarze Null oder so, sondern wir machen das einfach, um halt Anreize zu setzen. Und wir wissen halt, die Leute reagieren auf relative Preisveränderungen und dann nutzen wir das einfach. Wir können auch eine Vermögenssteuer, können wir zum Beispiel einführen in Höhe von weiß ich nicht, vielleicht 10% des Vermögens oder mehr oder weniger, es kommt natürlich drauf an. Und einfach nur aus dem Grund, dass wir halt sagen, wir wollen halt keine großen Vermögen haben, wir wollen auch keine Milliardäre haben. Das verzerrt die Politik, das verzerrt die Demokratie und es ist nicht vereinbar mit dem, was wir wollen. Wir besteuern sozusagen nicht à la Robin Hood, von wegen, wir nehmen das Geld von den Reichen und dann geben wir es für uns aus, sondern wir sagen halt, nein, wir nehmen dir dein Geld weg und das geben wir nirgendwo mehr hin. Ja? Du hast weniger Geld und dann hast du weniger Macht und das ist alles, was wir damit machen. Das ist auch da natürlich eine ganz andere Herangehensweise auch von der Politik her. Ob man das nachher so umsetzt, ist natürlich eine andere Frage. Ich erkläre noch mal kurz die Theorie hinter dieser Geldtheorie. Aber aus funktionaler Sicht sozusagen brauchen Sie keine Steuern, um Staatsausgaben zu erhöhen. Das funktioniert so rum nicht. Gut, was auch noch übrig bleibt, sind die Staatsanleihen. Das heißt auch die Frage hier, was machen wir denn dann mit den Staatsanleihen? Also wenn wir immer gedacht haben, die Staatsanleihen sind zur Staatsfinanzierung und das ist aber gar nicht so, wozu machen wir das? Und die Antwort hier liegt daran, dass vor allen Dingen in England beispielsweise waren das so, dass die Reichen, die konnten sich Staatsanleihen kaufen, die hatten keine Laufzeit. Das waren sogenannte Perpetual Bonds. Und Perpetual heißt halt unendlich, also revoltierend. Die haben halt einen festen Zins gezahlt, in Höhe von 5% oder 4% im 19. Jahrhundert meistens. Wurde kaum verändert. Das heißt, wenn Sie 10.000 Pfund hatten in diesen Bonds, dann konnten Sie jedes Jahr 400 oder 500 Pfund vom englischen Staat bekommen. Und davon konnte man in London schon ganz gut leben. Sie haben quasi ein unverdientes Einkommen dann garantiert bekommen. Ja, das war die erste Idee. Daher kommt das, glaube ich, historisch gesehen eher.
Dann kam irgendwann John Maynard Keynes, der britische Ökonom, hat gesagt, man könnte für die Wirtschaftspolitik eigentlich die Zinsen auch ein bisschen hoch und runter nehmen. Ja, in guten Zeiten könnte man die Zinsen ein bisschen erhöhen. Das würde die privaten Investitionen verteuern. Ja, das heißt, wer sich Geld leiht für Investitionen, bei höheren Zinsen sind das halt höhere Kosten der Investitionen. Da werden wahrscheinlich einige ihre Investitionsprojekte dann nicht mehr durchführen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch hoffen, dass bei höheren Zinsen einige Leute halt sagen, na gut, wenn ich jetzt 10% Zinsen bekomme, dann spare ich halt lieber, als dass ich heute konsumiere. Dann spare ich halt 5 Jahre und kaufe mir halt vielleicht in 5 Jahren ein besseres Fahrrad, statt heute mir ein relativ mittelmäßiges Fahrrad zu kaufen. Das ist auch noch so eine Idee, die daherkommt. Das heißt also, John Maynard Keynes war einer der ersten prominenten Verfechter der Idee, dass halt der Staat den Zins variiert, um Wirtschaftspolitik damit zu machen. Das heißt also, das sehen wir halt auch in der Realität halt, dass quasi die Staatsanleihen halt den Leuten angeboten werden, die halt Geld haben, die sparen möchten. Das heißt also, wenn Sie beispielsweise jetzt in unserem Kolonialbeispiel wieder sich ins Bild setzen, also angenommen, Sie möchten was sparen, Sie haben quasi ein Einkommen, Sie haben Steuern gezahlt, jetzt haben Sie was übrig, dann könnten Sie natürlich sagen, okay, ich verleihe das Geld, dann hätten wir aber ziemlich schnell einen Nullzins, weil Sie ja alle Sparer sind und keiner will was leihen oder nur wenige vielleicht. Das heißt also, der Zins, der sich normalerweise ergeben würde in einem Geldsystem ohne Staatsanleihen, ist ziemlich sicher null. Ja, weil halt es einfach ein Überangebot gibt an Bargeld, an Ersparnis und kaum jemand möchte sich was leihen. Weil wir das ja auch wieder zurückzahlen müssen als Privatpersonen. Ja, das wissen wir ja auch. Deswegen die Nachfrage nach Kredit ist immer limitiert. Aber wenn der Staat jetzt halt sagt, passt mal auf, gebt mir eure Steuergutschriften und ich gebe euch nächstes Jahr eure Steuergutschriften zurück und 10% drauf. Dann haben wir natürlich einen Zins in Anführungsstrichen etabliert. Das heißt also, dann weiß ich halt als Privatperson, wenn ich Staatsanleihen kaufe, kriege ich einen 10% Zins und das ist risikolos, ja, weil der Staat nicht pleite gehen kann. Dann mache ich das. Aber dann würde ich auch unter 10% auch mein Geld nicht mehr verleihen, weil natürlich bei Privatpersonen, die können natürlich pleite gehen. Dann hätte ich sozusagen durch die Staatsanleihen einen risikofreien Zins etabliert. Und das sehen wir ja auch in der Eurozone, dass die Zentralbank das jetzt genauso versucht herzustellen, dass möglichst auch die Staatsanleihen von Griechenland und Spanien risikofrei sind durch das PEP-Programm und dass man versucht jetzt mit der Zinskurve zu spielen. Die amerikanische Zentralbank hat jetzt auch gesagt, dass sie eventuell noch ein Zinsziel macht für 10-jährige Staatsanleihen beispielsweise, was sie schon mal hatte. Die Bank of Japan macht das auch schon seit inzwischen, glaube ich, 3 oder 4 Jahren. Die sagen halt, ihre Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihen ist 0,0%. Ja, die Zentralbank kann das kontrollieren, wenn sie das möchte. Es dient halt nicht der Finanzierung, sondern es dient einfach nur der Frage, wie hoch soll der Zins sein? Das ist Teil der Geldpolitik. Ja, das heißt also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, die MMT stellt quasi diese ganze Geschichte aus den Lehrbüchern auf den Kopf. Ja, also statt dass halt Steuern und Staatsanleihen den Staat finanzieren, ist es auf einmal so, dass die Staatsausgaben die Staatsanleihenkäufe und die Steuern finanzieren. So rum ist richtig rum. Ja, und dann wissen wir quasi auch, dass dass der Staat mit seinen Ausgaben sehr mächtig ist und die Inflationsrate wird im Wesentlichen davon angetrieben, wie hoch Staatsausgaben und Steuern sind. Ja, die Frage, wie hoch der Zins dann dabei ist, das ist sekundär. Ja, die privaten Investitionen reagieren gar nicht so stark auf die Zinsen. Und das ist auch die Erfahrung der letzten, naja, 40 Jahre, würde ich halt sagen, wenn die staatlichen Ausgaben zu gering sind, haben wir halt Massenarbeitslosigkeit. Die Zentralbank kann zwar dann den Zins dagegen ansenken, aber wir werden nicht zu Vollbeschäftigung zurückführen, weil die Zentralbank so viel Macht in Anführungsstrichen nicht hat, weil quasi die privaten Investitionen nicht so stark ausgeweitet werden bei Zinssenkungen, dass das halt komplett zu Vollbeschäftigung führt. Insofern sagt quasi die MMT dann aus wirtschaftspolitischer Sicht, naja, wenn der Staat halt Geld ausgeben möchte, um das Gemeinwohl zu fördern, kann er das tun, einfach über Staatsausgaben. Die Zentralbank kann den Zins zum Beispiel bei Null belassen. Ja, es ist quasi unklar. Es gibt jetzt nicht irgendwie das MMT-Rezept, wo halt gesagt wird, die Zentralbank sollte dies oder das machen. Aber wir könnten auf jeden Fall erstmal sagen, Nullzins, das wird wahrscheinlich eh sich nicht mehr groß verändern. Aber dann würden wir quasi versuchen, mit einer Fiskalpolitik sozusagen zu Vollbeschäftigung zu kommen. Das heißt, für den Green New Deal beispielsweise bedeutet das, dass der Staat einfach loslegen kann. Das heißt, wir brauchen auf nichts warten, wenn wir halt meinen, wir könnten loslegen, jetzt politisch, dann könnten wir morgen anfangen. Der Rechnungshof der Europäischen Union, der hat, glaube ich, 2017 mal ausgerechnet, dass so ein Green New Deal, wenn man das ernst nimmt, dass es ungefähr so 1200, 1300 Milliarden Euro kostet pro Jahr. Kein Problem. Ja, wir haben das PEP momentan auch der EZB, haben wir eingeloggt in Anführungsstrichen. Das heißt, die EZB sorgt gerade dafür, dass die Nachfrage nach Staatsanleihen hoch ist in der Eurozone.
Und aus politischen Gründen sozusagen müssen halt die nationalen Regierungen der Eurozone gerade noch diese Staatsanleihen verkaufen, bevor die Zentralbanken das Geld dann auch entsprechend ausgeben. Aber das heißt natürlich auch für die Eurozone heute, wo es ein bisschen komplizierter ist, aber das Prinzip ist immer noch das gleiche. Wir können jederzeit loslegen. Das heißt also, wenn die deutsche Bundesregierung der Zentralbank sagt, also der Bundesbank sagt, bitte bezahl mal unsere Rechnung, dann sagt die Deutsche Bundesbank, ah, okay, wir gucken mal kurz, ob euer Zentralkonto des Bundes hoch genug ist, also genug Geld ausweist. Das kann man halt auffüllen mit Steuern und Staatsanleihenverkäufen. Aber wenn dann entsprechend das Geld überwiesen wird, das heißt also zum Beispiel angenommen, die Deutsche Bundesregierung überweist mir 150 Euro, die gehen einfach hin, gucken in ihre Software, das Target-2-System, finden den Eintrag von meiner Bank und erhöhen den um 150 Euro. Das ist das, was sie machen. Das heißt also, wenn wir in einer Excel-Tabelle im Zahlungssystem einfach bei der Zentralbank die Möglichkeit haben, die Geldmenge in Anführungsstrichen, also den Kontostand der Banken und der Regierung einfach zu verändern, je nachdem, wie die Regeln sind, dann wissen wir auch, dass natürlich das Geld aus der Excel-Tabelle von nirgendwo herkommen kann. Ja, so ähnlich wie das Geld sozusagen damals immer gedruckt worden ist und es dann quasi egal ist, ob ich quasi das Geld halt gebraucht nehme und nochmal ausgebe oder neues drucke. Es ist egal, ob quasi die 100 Euro zusätzlich eingetragen werden auf dem Bankkonto, auf dem Konto meiner Bank bei der Bundesbank oder ob die da irgendwie Copy und Paste machen. Ja, das ist egal. So funktioniert das nicht in Anführungsstrichen. Die Zahlen bei Excel kommen auch alle aus dem Nichts. Das heißt also, die Idee auch beim Green New Deal ist quasi, dass wir diese staatliche Möglichkeit der unbeschränkten Ausgaben, der theoretisch unbeschränkten Ausgaben halt nutzen, um halt sinnvolle Ausgaben anzustoßen. Und entsprechend halt zu gucken, wenn halt die Inflationsrate beispielsweise steigt, dann müsste man entsprechend entweder mit Steuern nachbessern oder die Zentralbank könnte auch mit Geldpolitik versuchen, die Leute zum Sparen zu überreden. Da haben wir sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Green New Deal sozusagen halt so zu verwirklichen, dass die Preisstabilität dabei nicht gefährdet ist. So, ich glaube, das war jetzt schon mal eine ganze Menge. Ich würde sagen, wir machen dann immer weiter mit erstmal Verständnisfragen.